Ein ukrainisches Unternehmen nutzt Bilder von Frauen, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden, um wichtige Kriegsinformationen von russischen Soldaten zu erhalten. Das geht aus Angaben der Daily Mail hervor. Das Unternehmen Molfa erstellt Fake-Profile von Frauen auf Dating-Apps, die wiederum russische Infanteristen zum Chatten einladen. Eine der Mitarbeiterinnen des Unternehmens sei zum Beispiel mit der Aufgabe verpflichtet worden, etwas über die Truppenzahlen oder militärische Ausrüstung herauszufinden. Unerfahrene russische Rekruten haben bereits mehrfach geheime Informationen, wie Dienstorte und weitere Informationen von der Front offengelegt, so die Daily Mail. Ein schlechtes Gewissen haben die Mitarbeiterinnen offenbar nicht. Angelina, eine dieser Frauen, hat ihren Bruder im Krieg gegen Russland bereits verloren. Die kommen in mein Land und wollen mein Volk töten. Die Anwendung von künstlicher Intelligenz ist keine Seltenheit. Die Ukraine, sowie ihre Verbündeten, nutzen diese Technologie, um Satellitenbilder oder Schäden an der Front zu analysieren.